Nee, na, anscheinend hatte ich mich dann bloß verguckt. Na gut, hier unten, das muss ich erstmal auflösen. Guck mal, schon geht's hier wieder zu. Was wir jetzt auch mal machen, das war, glaube ich, dieses Chemie. Nee. Hier stehen sie ja auch immer. Hier ist aber viel Chlor drin. Der will das mitnehmen. Was will der mitnehmen? Säure. Das ist blöd, dass die immer so stehen. Was brauchen die denn hier? Nitrate, Salz, Schwefel. Wo zum Beispiel der hier, das Salpeterwerk. Das ist hier. Hat aber auch nie wirklich was. Gibt es ja nicht noch ein bisschen was? Wo man noch mal Salz oder Nitrat beliefern kann. Guck mal, das ist doch ein Natriumcarbonatbergwerk. Gleich hier nebenan. Das hätte Salz, das kannst du ja hinbringen. Ich glaube, die Ersatzteilversorgung müsste man dann umbauen, dass das hier extra ist. Holten der das her überhaupt? Die Ersatzteile. Wettingental. Ach, das ist der hier. Ja, hier scheint sich aber jetzt die Situation verbessert zu haben, ne? Wenn jetzt noch der LKW hier zusätzlich Sachen raushaut. Scheint ja zu gehen. So, das machen wir noch hier mit. Machen wir jetzt ja auch wieder 7er Züge. Ich glaube, das ist ja für 7er Züge gar nicht ausgelegt. Da bleiben uns ja nur die Standard 5er Züge. Würde ich sagen. Da ist jetzt diese blöde Farm im, also diese natürlich für die Nahrungsmittelversorgung wichtige Farm im Weg. Dann machen wir es halt so hier. Ach, das ist dumm, dann ist der Abstand auch wieder so riesengroß. So hier. Oh. Jetzt würde ich fast sagen, jo, da haben wir die Bahnstrecke fertig gebaut, dann verziehe ich da so die Maus.
Also ich finde, das einzig Akzeptable, wo es sich staut, ist eigentlich hier so bei der, wie nennt man das, Primärindustrie. Aber hier bei so einer Weiterverarbeitung ist das eher ungünstig. So halt 5er Länge nur. Jetzt wollte ich schon wieder auf 7 gehen. So, gab es hier Wegpunkte? Nee, ne? So, einmal Salz. Jetzt müssen wir hier das hier aber umbauen. Indem wir das hier mal so in der Mitte bauen. Und dem jetzt sagen, fahr hier hin, umladen und dann können wir diese zwei Dinger so versorgen. Den Flughafen weg. Daher wahrscheinlich sowieso nur, sowieso nur zwei LKWs fahren. Können wir das hier ganz einfach bauen. Beziehungsweise hier noch so eine Umfahrung dann. Depot. Achso, hier brauchen wir dann eine Brücke, um dort hinzukommen. Zack. Lass mal wieder den legendären Mettler fahren mit den Ersatzteilen. Wir lassen erstmal so fahren, dass wir ein Gefühl kriegen für die Fahrzeit, aber lang kann er eigentlich nicht brauchen. Ersatzteile sind hier. Was macht denn eigentlich hier oben unser Öl? Da habe ich da noch mal einen raus und hier unten genauso. Tja, hier unten staut sie es ganz schön, ja. Das klappt ja, glaube ich, nicht so sehr. So, ist das schon einmal gefahren? Ja, das sind eigentlich 24 Tage, so wie ich das sehe. Das heißt, er hat 66 Tage Rest. Beziehungsweise, wenn ich hier 3 drauf rechne fürs Beladen 63 Tage. Und fürs Entladen auch nochmal 3 sind 60. Dann machen wir mal 59 oder so. Hier sagen wir dann Vollladen. So, und er hier 9,9 sind 18 plus 6, 24. Das ist, glaube ich, auch 66, ne? Kann das sein? 90 minus 24, 66. Jetzt machen wir auch 59 und fertig, auch wenn das wahrscheinlich nie ganz stimmt. Aber wie gesagt, um die 2-3 Tage
kommt es dabei ja sowieso nicht an. Die Frage ist, wo ist denn der gerade? Ach, der ist schon auf dem Hinflug. Gut. Jetzt ist hier unten wieder Stau. Oh, das ist doch ätzend. Weil nicht frei ist. Oh, nee. Komm, fahr du zurück. Ich glaube, hier muss man auch nochmal irgendwie... Jetzt fährt der erstmal rein. Das bringt mir ja schon mal überhaupt nichts. Was wäre, wenn ich mal temporär das mal so mache? Auch wenn es nicht schön aussieht. Jetzt fährt er geradeaus. Ey, das ist doch auch völlig unnütz. Vielleicht macht er wenigstens einer mal voll hier. Ja, sieht nie danach aus. Aber den können wir immerhin zurückfahren lassen. Und es wird ja Slots frei für die hier. Tja, man müsste das hier auftrennen. Eins ist Anlieferung. Und das andere ist Abholung vielleicht. Weil jetzt ist, glaube ich, oder? Müsste man das Ding, glaube ich, komplett mal umbauen.